Mein Name ist Gunhild Festner. Ich leite die Telefonseelsorge im Kreis Recklinghausen. Gemeinsam mit vielen anderen Gruppen und Initiativen engagieren wir uns im Bündnis gegen Depression. Das Bündnis hat die Aufgabe, in der Öffentlichkeit über Depressionen zu informieren. Nach wie vor fällt es schwer, über Depressionen zu reden. Und wir wollen Hilfsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten in der Öffentlichkeit aufzeigen. Darum haben wir in diesem Jahr die Veranstaltung Tango Meets Depression organisiert. Wir wissen, Bewegung ist was ganz Wichtiges, um mit Depressionen fertig werden zu können. Und der argentinische Tango hat da ganz besondere Möglichkeiten. Hans Kunja, ich bin niedergelassener Psychotherapeut in Darmstadt, bin Verhaltenstherapeut und seit ein paar Jahren auch Integration von Tango Argentina und die Verhaltenstherapie. Wir haben das so ein bisschen wissenschaftlich begleitet und haben Fragebögen ausgeteilt vorher und nachher und haben geguckt, gibt es denn einen Effekt? Weil ein Tag Tango gegen Depression ist natürlich so ein bisschen wenig. Ne? Dann haben wir aber durch die Fragebogen gefunden, dass die Betroffenen und auch die Angehörigen allein von einem Tag profitieren, also dass es denen nach einem Tag besser geht als vorher und die Wirkung von so einem Tag ist sehr viel besser als die Wirkung, die man jetzt von Medikamenten erwarten würde. Natürlich muss man fairerweise sagen, das ist so eine Momentaufnahme und man müsste das langfristig untersuchen, aber die kurzfristigen Effekte sind richtig gut. Und die Rückmeldungen der Teilnehmer sind auch gut. Also das lohnt sich, sowas anzubieten. Das ist so eine ganz wichtige Sache, dass man so ressourcenorientierte Aktivität in die Verhaltenstherapie einbaut. Und dass man auch nicht nur als Therapeut Dinge tut, die Spaß macht, sondern dass man die ressourcenorientierten Ansätze auch den Patienten zur Verfügung stellt. Und da habe ich Lust, das in den nächsten Jahren zu machen und noch auszubauen. Es gibt eine australische Forschergruppe, die das untersucht hat, wie wirkt Tango bei Depressionen. Und die haben gefunden, dass Tango Argentino in der Depressionsbehandlung besser wirkt als Achtsamkeit. Also Achtsamkeit ist ja ein Verfahren, von dem wir wissen, dass das hochwirksam ist. Und dass Tango besser wirkt als Sport, als Zirkeltraining. Also das ist ja ein wichtiges Ergebnis allein. Es ist nicht erstaunlich, weil Tango Argentino, also wenn man weiß, wie man das tanzt, natürlich dann Achtsamkeit pur ist und natürlich dann Sport mit beinhaltet. Von daher wird die Botschaft ausprobieren, dann wahrnehmen, dass es hilft und weiterentwickeln.